Kelompok riset Universitas Biomechatronics Bielefeld Jerman mengembangkan sebuah robot bernama Hector. Robot ini menyerupai serangga raksasa berkaki enam. Selain mampu bergerak secara mandiri, Hector mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Hector pun mampu berpijak di skala permukaan yang dilaluinya. Hector kann momentan uh, laufen, er kann kleine Hindernisse um, überwinden und wir arbeiten gerade daran, dass er omnidirektional laufen kann. Ja. Das heißt auch seitlich, Kurven laufen, das ist der nächste Schritt. Peneliti tidak sembarang memberi nama Hector. Hector berarti Hexapod kognitiv Automously Operating Robot atau Robot automatisch berkaki 6, yang dapat beroperasi secara mandiri. Es gibt momentan am um, Exzellenzcluster in Bielefeld ein Projekt um, mit Hector als zentralem Demonstrator. Und für Hector werden jetzt gerade äh, Kamerasysteme entwickelt, die ähm, ja, ein, ein bioinspiriertes äh, Bild der Umgebung liefern sollen. Das heißt, äh, Hector wird dann auch ähnlich wie ein Insekt sehen können. Zusätzlich werden noch ähm, Fühler entwickelt, genau wie bei einem äh, Insekt, die Antennen. Das heißt, äh, er kann dann auch äh, Hindernisse zum Beispiel erkennen, indem er sie vorher abtastet. Di masa depan, Hector akan dipasang sensor di bagian depan serta memberinya kepala agar serupa serangga. Hector diharapkan mampu mendukung kehidupan manusia seperti penyelamatan kendaraan, pengangkatan kargo di medan yang sulit, serta eksplorasi ruang angkasa.